Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind auf dem Weg zum Tomorrowland und ich dachte mir, ich filme das dieses Jahr mal ein bisschen mit. Wir haben uns gerade einen Kaffee geholt. Draußen regnet es übrigens richtig doll, aber morgen soll gutes Wetter werden, Samstag und Sonntag auch. Wir haben hier mitgebrachte Sojamilch. Sojamilch, weil man weiß ja nie. Genau, und jetzt packen wir das in den Kaffee rein, essen ein bisschen was. Wir sind schon übrigens in Belgien. Ich glaube, wir brauchen noch so eine Stunde, anderthalb bis zur Unterkunft in Antwerpen, ne? Genau. Und da wollten wir auch später in die Stadt, deswegen hoffen wir, dass es noch offen zurück. Und da gehen wir immer zu dieser einen bestimmten Pommesbude Pommes essen, kann ich euch dann jetzt zeigen. Und ja, wir machen jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Dann melde ich mich gleich wieder. Hyped. Hyped sind es auf jeden Fall. Armbänder haben wir auch schon angezogen. Bis gleich. So, ihr seht, es ist schon der nächste Tag. Wir sind fertig und auf dem Weg zum Tomorrowland. Ich wollte gestern ja erstmal was mitfilmen, dann hat es erstmal noch geregnet die ganze Zeit. Dann sind wir abends noch was essen gegangen und das war lecker. Ja, wir haben eine Pizza gegessen, eine riesige, und danach einfach noch uns eine Pommes geteilt, da wo wir immer sind. Ich kann euch mal hier einblenden, wie das heißt, ein Bild von den Pommes. Irgendwas mit Max. Also Max steht nur so da dran, aber das ist noch so ein längerer Name. Ich blende es ein. Und genau, das haben wir uns dann gestern noch gegönnt. Und dann habe ich noch die ganze Zeit so rausgesucht, was ich an Content aufnehmen möchte und so. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Es staut sich jetzt hier so ein bisschen. Aber wir haben jetzt 12:38 Uhr. Vielleicht sind wir dann so 12:45 Uhr rum auf dem Parkplatz und dann gehen wir zum Gelände. Und dann kann ich euch das mal zeigen. Ich freue mich echt schon. Ich bin mal gespannt, wie es. Also wir hatten ja letzte Woche den Livestream schon ein bisschen geguckt. Ja. Und das sah schon natürlich echt krass aus. Die Mainstage auch, die ist einfach weiß und gold. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass wir diesmal endlich das Ganze in einem Vlog festhalten, damit ihr das einfach mal sehen könnt. Und für alle, die noch nicht da waren, dass ihr das irgendwie so ein bisschen miterleben könnt. Deswegen, weil wir so Glück haben und wieder da sein dürfen, können, wie auch immer, habe ich mir gedacht, möchte ich euch das irgendwie auch ein bisschen näher. Zu Marie gesagt, es ist so verrückt, was hier aktuell alles in der Welt abgeht und dass man einfach so ein Wochenende voller Freude, Liebe, Verbundenheit, ja, erleben darf und hat diesen Moment. Sehr dankbar dafür. Echt schön einfach. Ja, wir fahren jetzt mal weiter und dann sehen wir uns gleich. Let's go.
kleine Pause. Kurze Break. Oder? Drei Pommes, weil zwei nicht reichen. Was sagst du zu diesem Wetter? Es ist nicht so schön, aber da vorne sieht so aus, als könnte es wieder anfangen, Sonne zu geben. Listen to my mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Help me sing it. So, wir sind gerade ein bisschen am Frühstücken. Wir hatten ein Brötchen und Daniel hatte Erdbeeren einfach geholt von unten am Markt. Und genau, ich wollte euch zeigen, dass ich einfach Soja-Crispies mitgenommen habe. Sogar noch so zwei davon, damit wir einfach ein paar Proteine haben. Die sind ja von Coro, da spart ihr 5% mit Marie in, doch, Marie ins Bayern, genau. Und wir hatten natürlich auch Riegel mitgenommen. Da habe ich auch welche von Coro mitgenommen. Am liebsten mögen wir die weißen davon. Ich schreibe euch mal den Namen hier rein, blende euch die ein. Aber die sind auch ganz lecker. Genau. Was sagen Sie zu dem ersten Tomorrowland-Tag? Ja, so, so gut. Genauso gut wie diese frischen Erdbeeren vom Markt für 1 Euro. 1 Euro an die Leute. 1 Euro. Wir haben jetzt hier mal ein bisschen gefudelt. Oder beziehungsweise muss ich jetzt noch puden, aber ich habe erstmal wieder eine Insta-Story gemacht. Ja. Bevor ich essen kann, und wir essen mit diesen kleinen Löffeln, weil wir irgendwie einfach keine großen Löffel mehr haben im Airbnb. Und dann müssen wir uns gleich fertig machen und dann geht's los. Leute, Wetter ist gut. Wetter ist sehr gut. So sieht's übrigens aus. Haben wir schon gezeigt. Da unten ist der Markt. Die bauen gerade ab. Jo, so ist die Lage, ne? An dem zweiten Tomorrowland-Tag hier. Wir müssen gleich los. Wir müssen los. Lassen Sie es sich schmecken. Neben dir steht übrigens dick und fett Free Wee Wee. Ja. Free Wee Wee. Und wie sieht's aus, ne? Chaotisch, ja. Egal. So, jetzt geht's noch kurz in den Lidl. Wir müssen uns nämlich noch ein bisschen was zu trinken kaufen. Wir haben nämlich nicht mehr viel, auch für später in der Unterkunft. Und vorm Festival. Und dann geht es endlich zum Festival. Wir sind jetzt auch schon fast da. Da steht Daniel. Da ist der Lidl. Wir gehen jetzt. Es war auch mal witzig, in Lidl so zu gehen. Wir haben, habe ich euch ja gerade schon gezeigt, irgendwie hier mal sowas mitgenommen. Keine Ahnung, steht gar kein Geschmack drauf. Doch, green. Also wahrscheinlich grün. Ich habe mir so einen kleinen Saft ausgesucht. Smoothie. Und Daniel hat sich wieder... Zwei Smoothies grün natürlich auch ausgesucht. Denkt an die Greens. Für die Greens. Jetzt muss ich mich mal anschnallen und dann geht's los. Aber jetzt haben wir auch echt schon spät. Egal. Wir
Wir waren gerade hier in Belgien im Lidl im Supermarkt und wir haben irgendwie hier so eine Nippen gefunden. Den kannte ich noch gar nicht. Green steht da drauf und es ist Zero und. Oh gut, oh Gott. So lecker. Gänsehautmoment.
Das war echt krass. Und jetzt geht's ab zum Auto, schlafen und dann morgen letzter Tag. Ja. Gute Nacht. Na, ihr? Wir sind gerade auf dem Parkplatz angekommen, Tag 3. Wir haben einfach nur noch heute voll schade, aber es wird noch genossen. Wir wollten eigentlich voll gerne, oder ich wollte eigentlich noch voll gerne James Hype sehen. Der spielt jetzt schon seit 4 Minuten. Vielleicht sehen wir ja noch ein bisschen was. Draußen ist auf jeden Fall sehr, sehr warm, ne? Ganze 32,5 Grad. Genau, aber ist ja besser so als schlechtes Wetter. Leute, da läuft immer halt im Regen stehen. Ja, wahrscheinlich, weil es halt so warm ist. Da müssen wir uns wahrscheinlich zwischendurch mal unterstellen. Heute auf jeden Fall mal Farbe. Daniel hat nochmal sein Hemd angezogen. Ja, bei der Wärme. Kann man kein T-Shirt anziehen, glaube ich. Ne? Sonst so heiß. Genau. Und ja, wir wollen auf jeden Fall, oder später können wir ja Alesso, was war vorher nochmal, Fischer, Alesso, Martin Garrix ist letztes. Martin Garrix, natürlich. Wird. Richtig, richtig. Gut. Ja, ich zeige euch später mal, was ich so in meiner Tasche drin habe. Ich zeige euch das jetzt hier einmal, was ich mitgenommen habe, weil ich es komplett vergessen habe. Und Fun Fact, die Tasche war kaputt gegangen und ich habe mir damit so einem Draht irgendwas gebaut. Auf jeden Fall hatte ich eine Haarbürste mit, einen Deo-Roller, weil ich ohne nirgendwo hingehe. Genauso wie ich nirgendwo ohne so Parfüm hingehe. Ein Lipgloss, Puder und da drinnen hatte ich auch noch so Pflaster. Dann Camouflage-Creme, habe ich irgendwie gar nicht gebraucht, Puder und das, aber egal. Kaugummis hatte ich noch eingepackt mit. Eine Ladestation und ganz viel Desinfektionsmittel. Achso, und mein Perso und noch eine Maske, aber die habe ich nicht gebraucht. Daniel muss jetzt mal kurz parken und dann sehen wir uns gleich. Wie war's? So geil. So geil. Martin Garrix ist einfach der Geilste. Der geil. Meine Füße sind am Limit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine Schuhe haben keine Blasen oder so verursacht, aber einfach vom ganzen Stehen und Laufen. Ja. Tut weh. Aber ich will nicht nach Hause, ich will morgen wieder hin.